AfD. Machen Sie die Maske über den. So. Aber da klar. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, so schnell hat noch nie eine Bundesregierung auf eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts reagiert wie bei dieser Novellierung des Klimaschutzgesetzes, um die für unser Volk extrem schädlichen Vorgaben umzusetzen. Das lässt vermuten, dass hier das Urteil nicht nur wie gerufen kommt, sondern vielleicht sogar von ihr, wenn auch über Umwege, bestellt wurde. Denn anders ist es nicht zu erklären, warum Kläger und Beklagte so glücklich über das Urteil, ja regelrecht euphorisch sind. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, Herr Harbert, und seine Kollegen haben somit ganze Arbeit geleistet. Und mit dieser Verstärkung im Rücken hat das Kabinett auch ganze Arbeit geleistet, nicht gekleckert, sondern geklotzt, mal eben per Federstrich Klimaneutralität, was auch immer das sein soll, von 2050 auf 2045 vorgezogen unter dem Motto »Nach uns die Sintflut«. Es schert dabei niemand, dass kein noch so aktives Handeln einen rein statistischen Wert, wie es das Klima nun mal ist, schützen kann. Es schert auch niemanden, dass das Kabinett Merkel und Sie alle von den Roten über die grünen Kommunisten bis hin zu den Magenta-Sozialisten damit Deutschland größtmöglichen Schaden zufügen werden. Auch wenn Sie das natürlich vehement bestreiten und ohne dabei rot zu werden sogar das glatte Gegenteil behaupten. Mit der beabsichtigten massiven Senkung der Emissionen fahren Sie so gut wie alle Wirtschaftszweige wissentlich und vorsätzlich in den Keller und opfern bedenkenlos den über Generationen fleißiger Menschen erarbeiteten Wohlstand in Deutschland. Das ist das eigentliche Problem, ja die Katastrophe eines scheinheilig als zum Schutz künftiger Generationen ausgegebenen Klimaschutzgesetzes und seiner furchtbaren Wirkung. Und mit dem bekannten Urteil wird das Ganze noch fast unumkehrbar gemacht. Und alles wieder besseren Wissens, denn jedem mit durchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten ist klar, dass selbst wenn die Hypothese, dass das menschengemachte CO2 einen maßgeblichen Einfluss auf Klimaschwankungen hat, stimmen sollte, wofür es bis heute keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis gibt, Deutschlands Anteil daran verschwindend klein wäre. Selbst wenn Deutschland in Jahresfrist nicht ein einziges Gramm CO2 ausstieße, verringerte sich die hypothetische Temperaturerhöhung um 0,000653 Grad. Das ist praktisch nichts. Sie wissen das. Sie leitet allein der streng religiöse Glaube der Klimasekte an die Klimaerhitzung und daran, dass die Welt dem deutschen Vorbild irgendwann folgen werde. Sie wird einen Teufel tun, denn niemand, der klar im Kopf ist, wird diesen Pfad ins Elend folgen, weil CO2 eben kein Teufelszeug oder gar Gift ist, sondern die Quelle allen Lebens auf der Erde. Kein Leben auf der Erde würde existieren ohne CO2. Gucken Sie mal in Ihr Chemiebuch. Und neben mein Onkel Werner hätte zu Ihnen gesagt, wenn wir dich nicht hätten, dich bräuchten wir gar nicht, Herr Gremmel, bitte. Und niemand, der noch Wohlstand für sein Volk erlangen will, Sie wollen das entgegen Ihres Eides nicht, wird Deutschland auf seinem höllischen Weg nicht folgen. Schauen Sie sich nur die Emissionsentwicklung sogenannter Entwicklungsländer, zum Beispiel China, an. Sie dürfen bis zum Jahr 2030 Ihre CO2-Emissionen in dem Maß steigern, wie Sie es als notwendig erachten. China erhöht seine Emissionen pro Jahr, erhöht seine Emissionen pro Jahr ungefähr in den gleichen Wert, wie Deutschland insgesamt ausstößt. Wenn Deutschland also kein einziges Gramm CO2 mehr ausstoßen würde, hätte China das in Jahresfrist wieder ausgeglichen. Das macht nicht nur deutlich, dass Sie offensichtlich kognitive Schwierigkeiten haben, das Thema in seiner Gänze zu erfassen, sondern auch das Pariser Klimaübereinkunft bestenfalls als Lippenbekenntnis verstanden wird. Allerdings auch gut geeignet, noch Konkurrenten um die Zukunft auf dieser Welt, noch ist Deutschland Konkurrent, durch deren Selbstzerstörung aus dem Weg zu räumen. Welch Irrglaube, welch Hybris spricht aus diesem Gesetz? Es ist schon so, wie Ottmar Edenhofer, seinerzeit Vize und jetzt Co-Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, in einem unbedachten Moment äußerte und als Richtung vorgab: Wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um. Dass die Besitzer von Kohle und Öl davon nicht begeistert sind, liegt auf der Hand. Man muss sich von der Illusion freimachen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Das hat mit Umweltpolitik, mit Problemen wie Waldsterben oder Ozonloch fast nichts mehr zu tun. Zitat Ende. Umverteilung ist der einzige Zweck dieses Gesetzes.
Sie plündern den Großteil des deutschen Volkes aus, damit sich einige wenige die schon prall gefüllten Taschen weiter füllen können, im In- und im Ausland. Und wenn da noch im allgemeinen Teil zum Gesetz steht, Alternativen keine, dann ist das nicht nur frech gelogen, denn wir haben zu unserem Namen passend Alternativen aufgezeigt, die selbst den Klimaapokalyptikern mit der Kernenergie, vor allem Reaktoren der Generation 4, einen Weg aufzeigen würde, wie man das Klima, wenn es denn notwendig wäre, retten könnte. Alternativen keine ist, schon wenn man wohlwollend wäre, bitterböse Ironie. Aber noch dümmer, noch bösartiger ist, wenn dort unter Erfüllungsaufwand steht, es gebe keinen, weder für Bürger noch Verwaltung noch Wirtschaft, obwohl es uns viele Billionen Euro kosten wird, Millionen wertschaffende Arbeitsplätze vernichtet und Millionen Menschen in die Armut getrieben werden. Dann, also spätestens jetzt, muss die Frage erlaubt sein, wes geistigen Kindes die Verantwortlichen für dieses Gesetz waren, nur sektenartig fehlgeleitet oder dumm oder schon bösartig und dumm. Aber so ist es in einem Land, in dem Vergewaltiger zu Bewährungsstrafen verurteilt werden und Menschen, die keine Zwangsgebühren für Propaganda und Indoktrinationsfernsehen bezahlen wollen, im Knast sitzen. Wir fordern Freiheit für Georg Thiel, und zwar sofort. Vielen Dank. Rüdiger Große, CDU, CSU.